nix. Ich hab schon geluschert. Ja, warte mal, dann gebe ich dir was hier. Ach, das kann ich ja wieder nicht. Warte. Ja. Warte. Ich bin mal online gegangen, nicht? Wir danke. Danke, online. Danke, danke, danke. Oh, danke, bitte, bitte. Stickies, Stickies, da musst du dir da Holz ja, rausklauen. Ja, habe ich. Ich hab. So und ein kleines bisschen Holz vielleicht. Ich habe ein Ei. Geil. Ich habe ein Ei in der Hose. Ich hab viele. So. Ja, gut, ich bin. So, ich habe Betty to take. Spitzhäckchen. Meine Maus ist verstaubt. Nein. Mach nicht sowas. So. Ja, da müssen wir mal zum Sandwich. Da müssen wir nach links abbiegen und durch die Wüste, oder? Ja, ich gehe aber die Route, die ich kenne. Oh, apropos okay. Route, die ich kenne. Doch, Kompass habe ich mit. Rookie, je, hallo. Ich habe auch einen Kompass mit, sicherheitshalber. Na gut, da bin ich ja guter Begleitung. Ja, kann nichts passieren. Wenn du nicht abhanden kommst, ist alles gut. Das mit dem Shader funktioniert ja jetzt, funktioniert ja wieder, das hattest du ja schon gesehen gehabt, Steffi. Ja, aber ich kann das letzte Woche drin, ja. Weil funktioniert bei meinem Texture Pack zwar auch, das Dumme ist, was liegt tatsächlich am Texture Pack, ich kann die Beschriftung aus Schildern nicht lesen. Oh. Das ist in meinem Keller äußerst ungünstig oder in meinen beiden. Ich habe ja mittlerweile zwei große. Ach, Tavo, wolltest du das hier nicht eigentlich machen? Da war mal was, ne? Ja. Ja. Nur mal so leicht angemerkt. Das kann man noch mal in Angriff nehmen. Oh, das mit dem Wasserfall, es sieht aber immer noch sehr schick aus. Da. Durch den Sonnenuntergang sieht das hier gerade sehr herbstlich bei mir aus. Cool. Was auch richtig cool ist, wenn du so den Grasboden hast und dann eine große Fichte drauf pflanzt, also mit vier Stämmen, dann pflanzt sich, dann wird der Boden drumrum, also die Erde, so laubartig. Mhm. Das sieht so gut aus. Wird es dann dieses Potzoll? Ich glaube, das ist Potzoll, ja. Ja. Ah, okay, das schaffe ich also dann quasi mit Fichtenholz. Da bin ich auch nur zufällig irgendwann mal drüber gestolpert. Da habe ich in meinem Mittelalterdorf, habe ich jetzt, weil das eh dann an so einem großen Fichtenwald angrenzt, habe ich da dann überall Fichten hingepflanzt. Unter anderem auch die großen. Und dann hast du richtig schönen Teppich mit diesem schönen Potzoll ist das, meine ich, ja. Aha. Das sieht richtig toll aus. Also ich finde es sehr, sehr schön. Und dieses Potzoll, ne, wenn du dieses mit Behutsamkeit machst, dann hast du es aber auch weiter, ne? Mhm, genau. Musst du dir mal anschauen. In meinem Texture Pack sieht das wirklich toll aus. Ja, ich habe jetzt aktuell das Texture Pack von der Honeyball drauf. Das hatte ich auch schon mal bei mir ausprobiert, aber ganz so begeistert bin ich dann irgendwie nicht. Ich habe eins gefunden, das finde ich richtig toll. Weil normal habe ich ja immer Zederkraft drin, aber der hat noch nicht geupdatet. Und dann habe ich gesehen, oh, da gibt es Leutchen, die machen das von Honeyball weiter. Meine Kraft. Ja, und habe ich das wieder genommen.
Ich finde es nicht schlecht, also überhaupt nicht, aber es passt irgendwie nicht, weil ich doch eigentlich überwiegend so mittelalterlich gebaut habe. Finde ich das irgendwie. Boah, der Sand ist gerade sehr grell bei mir. Ich habe dieses, wie heißt es, Wintertour oder sowas heißt es. Ist Das das nicht eine ist. Versicherung? Ja. Da ist dieser neutrale Boden hier, glaube ich. Der das hier schon? Der hier? Nee. Ja, nee, Nee, das ist der orange. drüber. Der hier oben. Der Der müsste das über sein. dem, ja, über dem Orangen. Gleich. Keramik. Ja, einfach schlicht nur Keramik. Mach mal einen zweiten Sandwich hier hin. Cool, weil du es kannst. Wie geht's euch? Ja, ganz gut soweit, danke. Noch 2 Tage arbeiten, dann habe ich Urlaub. Juhu. Ja. Und ihr fahrt auch dann, ne? Oder? Ja, Holland ist ab morgen kein Hochrisikogebiet Okay. Na, ist doch gut. mehr. Ja. Und bei dir, Ruki? Ich hoffe, ich darf einfach nur Ruki sagen. Seit gestern habe ich den vollen Impfschutz. Aha, Oh, sehr schön. schön. Muss ja nach der zweiten Impfung, ja, dauert das ja nochmal diese 14 Tage. Ja. Und das war gestern rum. Sehr schön. Wie hast du die zweite vertragen? War nichts. Außer dass mein Arm minimal weht hat, aber das hatte er schon vorhergesagt, weil ich den Pieks auch gemerkt hatte. Hatte ich bei der ersten gar nicht. Krass, ey, Da habe ich Carsten auch überhaupt nicht. null gemerkt. Und beim zweiten hat er den Muskel getroffen. Das habe ich auch, sagt er, huch, da hat er gezuckt, der Muskel. Ich so, ja, das habe ich gemerkt. Und da war mir klar, dass das ein bisschen wehtun wird irgendwann, aber das war nicht dramatisch. Krass, mein Bruder hatte auch gar nichts. Und bei mir, beim ersten Mal, da hatte ich. Oh, hier ist eine Höhle, passt auf, ne? Wo ihr abgrabt. Okay. Carsten hatte auch bei der ersten nichts gemerkt und jetzt bei der zweiten ein bisschen Arm, aber weiter nichts. Beim ersten Mal hatte ich schon voll die Armschmerzen gehabt, dass ich 2 Tage lang kühlen musste. Und die zweite hat mich voll umgehauen. Da habe ich 3 Tage lang gelegen. Ja, hast ein aufgewecktes Immunsystem, hat ordentlich geballert. Also, ich kann sein, dass ich vielleicht irgendwie ein bisschen schlapp war, vielleicht so, aber das ist auch nicht so, dass ich sage so, okay, ich schieb's vielleicht jetzt echt auf die, weiß ich nicht. Aber ich habe mich jetzt nicht elends gefühlt oder sowas. Das kann ich echt nicht sagen. Ja, aber ist doch Ja. gut. Ich hätte es mir Ja. gewünscht, wenn es bei mir so Nee, keiner, gewesen also wäre. keiner von uns, also Olli nicht, Papa nicht. So, meine Mama kriegt, glaube ich, nächste Woche ihre zweite. Gucken, was dann, ob sie was hat, aber. Ich hatte gestern mit einer gespielt. Die hatte AstraZeneca gekriegt. Sie war 4 Wochen außer Gefecht gesetzt. Sie sagte, lieber hätte sie 4 Wochen lang Ohrkopfschmerzen gehabt als das ganze Paket. Ja, mein Ex hatte zum Beispiel auch bei AstraZeneca bekommen. Und er hatte auch 12 Tage lang so heftige Kopfschmerzen gehabt, dass der zum MRT musste, weil die wissen wollten, ob er da diesen Gerinnsel da hat, ne? Ja, sie hatte halt. Sie hatte auch Kopfschmerzen, das sagte sie, aber sie hatte auch Übelkeit und das über 4 Wochen ist natürlich.
Ich bin froh, dass ich AstraZeneca nicht bekommen habe. Wobei ich jetzt aber auch mal ehrlich gesagt der Meinung bin, dass die für uns Geimpfte das Ganze auch mal ein bisschen lockern könnten. Weil bin, wofür mache also ich das? Ich, du machst das, um nicht also krank ich zu werden. Ja, ja, aber ich weiß du so, bist oder? trotzdem, du bist ja trotzdem Träger. Du bist ja nicht, der Krankheitsverlauf wird gar nicht bis nur schwach ausgeprägt sein. Aber du bist trotzdem Träger vom Virus und kannst andere anstecken. Ja, aber ganz ehrlich, ich habe so langsam aber sicher keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ich sag so, ich werde mich, ich habe bisher immer meine Füße stillgehalten, immer. Habe mich immer dran gehalten. Es wurde gesagt, komm, lasst euch impfen. Ich habe mich impfen lassen. Ich habe immer meinen Maulkorb getragen, weil es hieß, also müsst ihr euren Maulkorb tragen. Aber ich habe keinen Bock mehr darauf. Ich bin jetzt geimpft und möchte jetzt eigentlich auch mal ganz gerne mein Leben wieder so genießen, ohne dem ganzen Kram. Ja. Wenn ich einen nicht geimpften anstecke, dann ist dem halt so. Dann hat er halt Pech gehabt, wenn das einer von denen sein sollte, die sich sowieso nicht impfen lassen wollen. Es gibt ja immer noch welche, die man nicht impfen kann, ne? Ja, aber willst du jetzt dein Leben lang einen Maulkorb tragen? Also ich habe nicht. Ehrlich, ist das das an so sich. Richtig, also, bloß das nicht oft, das wird schon wieder anders, Mann. Das ist Ansichtssache, aber ich werde, es ist mir egal, ob ich geimpft bin. Ich werde trotzdem in Supermärkten und so weiter mit einer Maske rumlaufen. Das ist mir, ja. Ich habe damit, ich persönlich habe damit keine Schmerzen, aber das muss jeder selber wissen. Also da sage ich gar nichts gegen. Ich hätte vielleicht damit auch weniger Schmerzen, wenn ich den Scheiß nicht den ganzen Tag tragen müsste. Es ist natürlich, es ist auf Arbeit. Arbeit, scheiße, so, ne? Das kann ich dann auch mit Kundenkontakten ein Stück weit nachvollziehen, dass so irgendwann. Ja, das ist blöd. Ne? So, aber wie gesagt, ich werde einen Teufel tun, wenn ich im Supermarkt bin, da wo Menschen nun mal sind, keine Maske zu tragen, mache ich nicht. Trotz Impfung. Naja, das wird irgendwann werden wie mit der Grippe. Ne? Wenn ja, wir ja. noch geimpft sind, dann werden wir das auch alles zurücknehmen können. Was ich ganz interessant finde, ist, wie viele andere Krankheiten damit auch verhindert wurden. Wir hatten praktisch überhaupt keine Grippewelle. Grippe wird ja auch genauso durch Aerosol übertragen wie Covid-19. Ja, ja, gut. Dadurch, dass ja nun mal die Hygienemaßnahmen da waren und Schutz hier, Gesichtsmasken. Ja, weniger TBC, weniger. Was ich immer wünschen würde, was man vielleicht einführen könnte in Deutschland, ist, wenn du zum Beispiel Erkältung hast, Grippe hast oder so, dass du dann auch deinen Maulkorb tragen musst, um andere zu schützen. So, das ist ja, weißt du, aber ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Ich bin es so leid, so satt, jeden Tag 8 Stunden lang den Scheiß tragen zu müssen. Ich kann einfach nicht mehr, ich will das auch nicht mehr. Ich bin das echt leid. Ich bin jetzt beispielsweise stinksauer, also das nervt. Oh, Wasser. Oh, das müssen wir hier mal kurz wieder reparieren. Das ist ja doof. Hübsch. Aber ungünstig. Ich hier, also das große Wacken Open Air findet ja schon seit letztem Jahr nicht statt wegen Corona. Hm. So, jetzt findet aber im September eine abgespeckte Version statt. Mit 20, also es werden 20.000 Menschen pro Tag erwartet. Hier, im Kreis Steinburg. Finde ich völlig scheiße. Also gut, du darfst da rein mit den 3Gs. Entweder geimpft, genesen oder getestet. Ich finde es trotzdem mega scheiße. Ich verstehe es nicht. Verstehe es einfach nicht. Ganz ehrlich, ich meine, es gibt jetzt noch Menschen, die noch nicht geimpft sind, weil sie noch nicht dran kamen. Okay, dann muss man vielleicht jetzt noch ein halbes Jahr warten. Aber danach, derjenige, der da nicht geimpft ist und keinen Bock darauf hat, sich nicht impfen zu lassen, ganz ehrlich, dann darf er auch nichts mehr machen. Dann dürfen nur noch die Geimpfte, das würde ich so machen, wenn ich jetzt regieren würde, die Leute, die geimpft sind oder vielleicht den Corona mal hatten,
Sagen, pass auf, jo, von mir aus, du darfst in den Zoo gehen, du darfst auf ein Konzert gehen, du darfst ins Stadion gehen. Und alle, die ganzen Impfgegner, die müssen in die Röhre gucken. Die dürfen nicht mehr reisen, die dürfen nichts mehr machen. Ja, das wird ja auch So so würde ich kommen. das machen. Weil wir, die alles mitmachen, werden jetzt im Prinzip bestraft. Und das sehe ich nicht ein. Ja, nur ich finde jetzt gerade diese Großveranstaltung, sorry, habe ich persönlich kein Verständnis für. Zumal das die Problematik hier sein wird. Ich weiß nicht, wie Sie das mit den Schaulustigen regeln wollen. Ich weiß nicht, wie Sie das mit den Jugendlichen hier regeln wollen, die dann natürlich gucken wollen, feiern wollen. Ja. Und die Inz, wir haben hier Kreis Steinburg, die fast die gleiche Inzidenz wie Hamburg gerade. Und Kreis Steinburg ist ja nun mal deutlich kleiner. Wie viel hat denn Hamburg? Inzidenz? Ja. Was hatte ich geguckt? War das heute schon? Was waren das? 435? Naja. Irgendwie so oder 40? Und wir So auch viel? bei über 30. Naja. Ja, wir sind auch wieder hochgeklettert tatsächlich, weil viele jetzt auch aus dem Urlaub Kre wiederkommen. Und Neumünster. hier der Rhein-Erft-Kreis und Köln und das Bergische Land, also hier Wuppertal, Remscheid und so, sind auch wieder höher. Ja, bei uns steigt es auch. Neumünster ist ja auch ein kleines Fleckchen. Habe ich jetzt. Die sind. Was war das? Bei 50? Neumünster ist wirklich nicht groß als Ja. Kreis. Das ist toll. Oh, hier ist eine Fackel. War ich denn jetzt hier mal weiter? Wo war? Ja, weiß ich, da wird dann auf Biegen und Brechen jetzt ein Festival hier gestartet. Das will mir nicht, weiß ich nicht. Gehe ich nicht mit. Ich war auf dem Mittelalter-Festival. War auch für äußerst begrenzte Zuschauerzahl und alle entweder getestet oder geimpft, oder weißt schon. War aber sehr entspannt, muss ich sagen. Ich muss auch War sagen, nicht so eng, weil nicht so viele rein durften und so war alles. Ich meine, ich muss ja sagen, ich war ja und bin ja immer noch super vorsichtig, ne? Allein schon wegen Papa, ne? Wegen, na, wenn er das kriegt, dann war es das für ihn. So. Ja. Und aber vor 2 Wochen, als ich da auf dem Geburtstag war, ich habe das so genossen. So genossen, nicht immer nur die gleichen Menschen zu sehen und ohne das jetzt böse zu meinen, ne? So, da, aber. Ich habe es halt einfach mal genossen, aber wir waren auch alle schon zweimal geimpft, ne? Ja, eben, ne? So, na, dann hat man auch irgendwie weniger Angst, so. Aber da, ich habe es halt einfach mal wirklich genossen, nicht immer nur die gleichen Menschen zu sehen. Das hat mal richtig gut getan. Was ist eigentlich mit Yaugi? Dem geht es gut. Wir hatten die Tage gesprochen. Er hatte Besuch gehabt. Mit ihm spiele ich übrigens morgen. Aha. Und nee, der kriegt nächste Woche seine zweite Impfung. Ja, dass ich doch getraut. Ja, weil ich ihm doch mehrfach gesagt habe. Hast du gut gemacht. Und dann hat er irgendwann mal gesagt, ja, erinnere mich daran, dass ich meinen Arzt anrufe. Und dann habe ich den sehr viel daran erinnert. Und dann hat er dann geschrieben, dass er jetzt auf der Liste wäre und so, dass es aber noch dauern könnte. Und dann irgendwann mal eine Woche später oder so kam von ihm die Nachricht, dass er einen Termin hat. Und da war ich dann richtig glücklich drüber. Weil er wollte sich ja gar nicht impfen lassen. Warum? Ja, er hatte viel, er hat erstmal Angst vor Spritzen. Ja, gut. Und was man auch fairerweise sagen muss, ja, ich habe mich auch impfen lassen,
Aber ob irgendwelche Spätfolgen, weißt du noch nicht von der Impfung. Nee, das Die weiß man kennst du nicht. noch nicht, ne? Doch. Wieder dieses blöde Wasser. Und Ja, aber vielleicht die auch Spätfolgen deswegen. von Corona kennt man inzwischen. Ja, aber halt die Spätfolgen von der Impfung nicht. Stell mal vor, es sind auf einmal, weiß ich nicht, bist du als Frau nicht mehr fruchtbar oder so, weißt du? So Das wäre jetzt solche. für dich aber wirklich schlimm, ne? Ja, für mich persönlich wäre das jetzt richtig schlimm. Aber es gibt halt nur mal Frauen, weißt du, die ja Kinder haben wollen. So, na jetzt mal. Das weiß man ja alles noch gar nicht, was man mit der Impfung eventuell alles kaputt macht in dem Körper. Weil das halt nicht so lange geforscht werden konnte wie andere Impfstoffe, die wir ja kriegen. Also ich glaube nicht, dass Unfruchtbarkeit da ein Problem sein wird. Ich glaube eher an andere Dinge. Ich glaube eher Herz-Kreislauf-Geschichten, Lungengeschichten Ja, eventuell. war jetzt nur ein Beispiel Dass jetzt das so. Immunsystem und Fruchtbarkeit, nee, das, nee. Weiß man nicht. Ja, also es Ja. gibt ja eine Menge Impfungen und es gab ja vorher auch schon diese mRNA-Geschichte. Das greift eigentlich in andere Systeme ein. Hast du ja bei junge Leute kriegen Herzrhythmusstörungen, ne, als Spätfolge der Impfung. Also gibt es in Deutschland, wie viele Millionen haben wir inzwischen geimpft? So ungefähr 50 Millionen. So Und wir circa, haben, ja, über den Daumen. Und wir haben 173 Fälle von Herzrhythmusstörungen bei Jetzt schon? jungen Leuten. Ja, aber 173 auf 50 Millionen. Ich bitte dich jetzt mal auszurechnen. Das ist Ja, jetzt Entschuldigung, wie war das prozentual. denn mit dem Gerinnsel? Wie war das denn Das mit ist dem nicht Gerinnsel bei BioNTech. AstraZeneca? Das, So, das war ja, ja das noch ist. weniger. Ja, das waren noch weniger, genau. Deswegen wurde AstraZeneca ja auch dann zugelassen bei uns. Ja, nee, eben nicht mehr bei jungen Leuten. Ja, aber Eben nicht mehr. gut, aber im Prinzip, ja, klar. Aber 173 auf 50 Millionen, AstraZeneca war, nee, so viel haben wir bei AstraZeneca nicht verimpft gehabt. Na, und ich hatte ja, Da haben wir weiß ich ja gar nicht, ob ich das erzählt habe. Ich hatte ja, jetzt erst als 4 Millionen oder ich so. gelegen hatte, da war ich ja beim Arzt und dann hatte ich dann ja, aus der Bäckerei noch ein Brötchen geholt. Und da habe ich dann eine Kundin getroffen und die lässt sich nicht impfen, weil halt ihre beste Freundin diesen Gerinnsel hatte. Ne? Von Und die AstraZeneca. von AstraZeneca, ja, die ist Ja, daran dann könnte gestorben. sie sich doch mit BioNTech impfen lassen. Na, und ja, sie traut dem ganzen Kram nicht, sagt sie. Und die lässt sich nicht impfen, ne? Und Oha. Ja, aber die Pille schlucken die Frauen trotzdem, wo auch die Thrombosen bekannt sind. Die gleichen Nebenwirkungen. dem habe ich abgeschworen, aber schon lange. Ja, aber es ist Eben doch wegen wahr, den, ne? na, das ist einfach ein Hormoncocktail, den du da zu dir nimmst. Ja, Und ich habe es einfach. und die Nebenwirkung Thrombosen ist Jo. wesentlich höher als bei AstraZeneca. Da habe ich. Das aber schon vor, och Gottchen, doch ein paar Jahren sein lassen, den Scheiß. So, jetzt habe ich schon wieder keine Spitzhacke mehr. Dauernd gehen meine Spitzhacken flöten. Aber Eine nichts. kann ich noch machen und dann habe ich kein Eisen mehr. Ich habe gleich keinen Platz mehr im Inventar. Das passiert demnächst bei mir auch, aber ein Bei bisschen mir. dauert es noch. Ja. Bisschen Luft habe ich auch noch. Oha, jetzt regnet das aber. Bei dir zu Hause. Ja, gewittert gerade. Oha. Boah, ist das laut. Das Boah, bei Fenster. uns kam auch wieder Regen runter. Da habe ich auch gedacht, am Freitag, ja, gestern, habe ich auch gedacht, so, oh, ist ja nicht so, dass wir nicht schon betroffen genug sind. Ja, und es kommt auch dauernd wieder. Heute habe ich im
im Regenradar vom Wetterdienst gesehen, genau die gleiche Ecke, ne? Ah. Ahrtal, Eifel, wieder volles Programm. Ja, und das die bis müssen Dienstag. So, die müssen so die Schnauze voll haben, die Leute dort. Erst ab Mittwoch soll es bei uns gut werden. Passt ja, wenn ich den Urlaub habe. Bei uns war es eigentlich recht trocken, die letzten Wochen. Und gestern hat es dann mal ein bisschen mehr geschüttet. Naja. Und jetzt... Bei uns war es auch trocken. Es regnet so ungefähr einmal pro Woche, gerade so, dass noch alles grün bleibt. Ja, genau. Genau. So ein bisschen. Na, was ist bei uns anders? Ja, wir würden euch gerne was abnehmen, aber du weißt, das geht nicht. Könnt ihr nicht irgendwas machen? Irgendwie mal die Regenwolken zu euch rüberpusten oder so. Ja. Hab ja schon vorgeschlagen, den Mittellandkanal zu benutzen, um alles rüber zu schiffen. Boah, ist das ein Krach? Der Wahnsinn. Puh. Oh, wo ist denn noch? Ach so, eins Deck könnte ich noch. Oh, ich kann gar nicht mehr so viel. Ich kann jetzt noch 30. Abgebaut. Was will ich denn damit? Den habe ich wieder verbaut. Ich dachte, wow. Den nehme ich jetzt nicht mit. Oder wieder dahin getan, wo ich ihn her hatte. 61? Halt 64. Ich bin voll. Ja, ich bin jetzt gleich auch voll. Du bist irgendwo unter mir. Ja, ich habe hier gut ausgehöhlt. Jo, und das war die Spacke. Ich kann nichts mehr machen. Bisschen Sand könnte ich schaufeln. Na? Und? Immer noch nicht voll? Jetzt. Jetzt bin ich pickepacke voll. Dann. Mit diesen Säulen hier sieht das ja auch ganz schick aus. Da setzen wir jetzt Glas dazwischen und dann haben wir ein nettes Haus. Ja, das stimmt. Sogar mit Pool, mit Innenpool. Eben. Okay. Ich habe mich jetzt nicht eine Mücke hier gepiekt. Hast du denn auch weißen Farbstoff? Oder was? Nee, gelb. Gelb. Was wolltest du? Gelb. Ich habe 12 gelbe Blümchen im Inventar. Schon mal. Habe ich unterwegs gesammelt. Hier gibt's günstig Stickies. Diese Dinger hier. Brauchen wir noch Kakteen? Für grün? Oder wollen wir immer. Ich kann ja gar nichts mehr mitnehmen. Ich kann noch. Ich nehme welche mit. Hier mal eben auf Tabu warten. Ja. Ich nehme noch ein bisschen mit, falls. Ich gehe schon mal vor. Alles klar. Ich sehe euch nämlich sowieso nicht mehr. Ich habe. Hab euch abgehängt. Ja, die Gerda hängt jeden ab hier. Ja, solange die alten Füße noch mitmachen.
Ach, da läuft die Gerda. Da dreht sie sich um. Erwischt. Ah, da hinten seid ihr. Okay. Oha. Oh, das hat man gerade aber gehört. Das hat ja auch richtig vibriert. Ja, das. Ey, das war im Mai oder so. Da ging es mir nicht so gut. Da war mir total schwindelig, ne? Und dann bin ich dann noch nach Hause gefahren, wo ich mir dachte, yo, hoffentlich passiert jetzt nichts, ne? Und ich habe mich dann in mein Bett gelegt und habe auch dann was geschlafen. Auf einmal, so wie gerade bei dir, so ein Knall. Und da hatte auch alles vibriert. Da bin ich richtig von wach geworden. Oha. Ja. Ach, guck mal, hier sind die Pagoden schon. Aber ich muss trotzdem erstmal im Keller was abladen.